auch wenn er es gar nicht wollte. Martin Luther veränderte die Welt. Doch er war es nicht allein, der die Menschen im 16. Jahrhundert in große Unruhe versetzte. Die Sonderausstellung zum Reformationsjahr im Germanischen Nationalmuseum fragt nach den Folgen von Luther und Kolumbus. Wir gehen davon aus, dass man Luther und die Folgen der Reformation eigentlich nur adäquat beurteilen kann, wenn man sich bewusst macht, dass Luther nicht alleine war, dass Luther nicht der einzige Veränderer war, der das 16. Jahrhundert in Atem hält. Auch Nikolaus Kopernikus bringt das Weltbild ins Wanken, weil er die Sonne in den Mittelpunkt des Kosmos rückt. Und auch Christoph Kolumbus verändert die Welt, indem er, zunächst unwissentlich, einen neuen Kontinent entdeckt. Prächtige Globen in der Ausstellung zeigen die neue Welt. Dabei suchte Kolumbus lediglich einen neuen Seeweg. Und auch Martin Luther wollte die Welt nicht auf den Kopf stellen, verstand seine 95 Thesen lediglich als eine innerkirchliche Kritik am Ablasshandel. Luther geht es um das Seelenheil der Menschen. Die Frage der Buße ist für ihn zentral. Luther geht es um die Beziehung des Menschen zu Gott. Luther geht es um die Frage, wie kann ich einen gnädigen Gott finden? Und für diese Frage ist die Entdeckung einer neuen Welt oder die Frage, stehen Erde oder Sonne im Zentrum des Kosmos, eigentlich letztlich irrelevant. Die Erfindung des Buchdrucks hingegen begrüßt er. Es knacket die Welt an allen Enden, sagt Luther und meint die Umbrüche seiner Zeit, zum Beispiel in der Wissenschaft. Das 2,44 Meter hohe Skelett des sogenannten Langen Anton als prominenter Beweis für den Forscherdrang im 16. Jahrhundert. Das bekannte Wissen aus alten Büchern wird hinterfragt, der Grundstein für die moderne Wissenschaft wird gelegt. Doch den Menschen macht so viel Neuerung Angst. Sie fürchten den Weltuntergang. Martin Luther selbst glaubt, dass das jüngste Gericht nicht mehr fern ist. Weltuntergangsszenarien machen die Runde. Tatsächlich gibt es ab 1560 eine kleine Eiszeit mit Hungersnöten. Das muss man sich ganz klar vor Augen führen, dass das 16. Jahrhundert, so sehr uns der Veränderungsdruck heute vielleicht auch begleitet und uns bekannt vorkommt, das 16. Jahrhundert eine Zeit ist, das eben grundsätzlich Angst hat vor Veränderungen. Luther spielt für das Endzeitbewusstsein des 16. Jahrhunderts eine nicht unerhebliche Rolle. Spannend für die Besucher heutzutage die Frage, wie wir im 21. Jahrhundert mit den großen Veränderungen unserer Tage umgehen. Kolumbus, der Inbegriff des Entdeckers. Die Ausstellung spricht mit einer kostenlosen App, mit Audioguide und der Möglichkeit, sich interaktiv an der Ausstellung zu beteiligen, die Besucher unmittelbar und modern an. Als Seifenblasen tauchen dabei die Gedanken der Besucher auf. Der Gedanke vom Leben, das vergänglich ist wie eine Seifenblase, den haben auch die Ausstellungsmacher ans Ende ihrer spannenden Ausstellung gestellt, mit einem Augenzwinkern.